verdammt, wir haben diesen elendigen Laster gerammt, aber ich glaube, ja, an unserer Zeit ändert das nichts. Wenn wir diese doofen Unfälle hier schon wieder fast. Mann, ey, was ist denn heute los? Eine Folge voller Unfälle, ey. Mann. Nein. Gut. Dann wollte ich doch, denke ich, bloß ein paar Runden fahren, und nicht hier eine halbe Stadt zerlegen. Meine Güte. Ja, und, ach komm, ey. Langsam wird's lächerlich. Langsam wird's echt lächerlich. Mann. Wenigstens schaffen wir noch das Rennen, das ist bloß Kontrollpunkt. Wäre das jetzt ein Sprint oder sowas, hätten wir jetzt ganz schön schlechte Karten. Denn wir wissen, wir haben einen Gegner. Und ich probiere nicht mal hier. Nicht mal das funktioniert. Am Feuerwehrauto vorbei. Nicht einmal das funktioniert. Ja, wenn die Gegner, dann wären wir ganz schnell auf dem letzten Platz. Was ist denn heute los? Ist wenigstens der Tunnel hier sauber? Eigentlich haben wir uns hier durchgequält. 15.200 und neu freigeschaltet Candy Luck. Cool! Candy Luck. So, es geht gleich weiter. Mit Radarfalle. Und das wird hoffentlich einfacher werden als das jetzt und hoffentlich mit weniger Unfällen verbunden sein, denn das wäre ganz schön nervig, wenn jetzt bei jedem Rennen so zig Autos auf uns zukommen und einfach mal in uns reinfahren, obwohl wir eigentlich Geisterfahrer sind, oder einfach mal aus irgendeiner Seitenstraße kommen und uns rammen, beziehungsweise wir sie rammen. Ach, ihr wisst schon. Nein, ich will auch mal ein Rennen fahren, was ordentlich ist, wo ich nicht 10.000 Zivilisten ramme. Aber das geht eigentlich jetzt mit. Das ist wieder dieses schöne Vibesbild. Wenigstens ist Neville dabei, das macht das Ganze halbwegs erträglicher. So, jetzt ziehe ich hier erstmal vorbei. Und ja. Natürlich sind wir Erster. Die ersten Radarfalle, das ist super. 207 Radar. Das ist sehr super. Wenn wir das jetzt so weitermachen, haben wir dieses Territorium im Handumdrehen eingenommen. Ach komm, ey, schon wieder derselbe. Ekelhafter News-Channel. Oh, 24 km/h, wer hätte es getan? Bestleistung. Ich probiere jetzt mal hier nicht sarkastisch oder so zu werden, aber man kann nicht anders werden mit diesen ekelhaften News-Fans hier überall, die ständig auf Suizid aus sind. Ich probiere ihn zu überholen, aber dann baue ich sicherlich wieder einen Unfall. Wenigstens das klappt hier. Schön um die Kurve gedriftet. Zeit über, das geht. Typ auf der linken. Gut. Lass das mal meine Sorge sein, Neville. Und ja, das gedacht, Neville ist auf Platz 1. Warum wohl? Wir sind ja für einen Level. Posten ausgefallen mit 24 km/h. Oh. So, jetzt haben wir hier schon zwei gerammt. Das wird auch nicht besser als das andere. Das Schlimmste, was jetzt noch passieren kann, wäre eine Verfolgungsjagd.
jetzt halt mal die Klappe, ich will auch noch was sagen. Natürlich sagt Neville jetzt nichts, wenn ich mal ruhig bin. Nein, das Schlimmste, was jetzt noch passieren könnte, wäre eine Verfolgungsjagd. Denn, was sehe ich da vorne? Zwei Streifenwagen. Yay! So, jetzt gibt's auf die Fresse. Der ist ja... Ach Mist, ich dachte, der wäre jetzt so dumm und fährt da. Ach, der fährt einfach weiter, cool. Ja, zum, ist auf meinen Wagen gesehen, warum wohl? Größter Unfallbauer aller Zeiten und 15.200. Sowie ein Dachspoiler freigeschaltet. Und uns gehört dieses Territorium. Ich würde mal sagen... Oh, Motorstufe 2 Straßenpaket. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge wird's erstmal in den Carbon Canyon gehen, wo wir gegen Angie ein Rennen fahren werden. Denn wir sind jetzt auf dem Vormarsch in Richtung zweites Territorium abgeschlossen und besetzt. Wenn da nicht wieder so eine namenlose Gang kommt, wie diese komischen Blackhearts. Aber erstmal müssen wir unsere Verfolger abschütteln. Ja, klar, los, fahr rein! Wenigstens etwas Gutes. Vorne ist noch einer. Mist. Ich dachte, ich konnte ein bisschen rumfahren, ohne dass mich jemand sieht. Aber das hat sich ja leider erledigt. Ach Mann, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Kann ich den nicht irgendwie abhängen? So zum Beispiel. Ja. Es funktioniert. Oder auch nicht. Doch, doch. Ein. Jetzt dürfen die mich nicht sehen. Jetzt sehen die mich nicht. Ihr seht mich nicht. Oh, ich hab gesagt, ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht, verdammt. Fordere 1073 an. Kann den Kerl alleine nicht stoppen. Ich hab gesagt, ihr seht mich nicht. Der Einsatzleiter will, dass ihr wartet, bis er vor Ort ist. Er ist unterwegs und schaltet auf euren Kanal um. Der Einsatzleiter kann mich mal. Der kann entwischt uns, wenn wir die Straßensperre nicht errichten können. Ist mir doch egal. Ja, was willst du denn von mir jetzt? Lass mich doch mal in Ruhe. Du bist da eh gleich. Reif für die Schrottpresse. Hier, fahr in deinen Kollegen rein. Der ist erledigt. Ich glaube, das war ein Fahranfänger. Schnappen wir ihn uns. Ja, siehst du, nicht mit. Wir haben ihn. So, fertig. Mein Wagen macht Probleme. Was ist mit dem Eimer? Ich brauche Verstärkung. Da vorne wieder einer kommt. Okay, lass uns den Wagen absperren. Er ist mir entwischt. Gott seht mich nicht. Seht mich. Alles klar, ich hab ihn. Ja. Fahrzeug ist lokalisiert. Seht mich nicht. Da seht ihr mich doch. Oh Mann, ihr Kunden! Ich hab gesagt, ihr seht mich nicht, also... 5-1, bittet im aktuellen Ladebericht. Sind immer noch Code 3 und versuchen dran zu bleiben. Ah, was ist ein Code 3? Meine Kräfte qualmt und verliere Öl. Das Ding ist fertig, das war's, Ende. Also in der nächsten Folge, definitiv. Das letzte Rennen in diesem Territorium. Unser Siegeszug gegen Osten in diesem Territorium wird, denke ich mal, anhalten. Gibt es noch Einheiten, die ihr hierher schicken könnt? Ob es noch Einheiten, die ihr hierher schicken könnt? Achtung, Einsatz ist jetzt Alarmstufe 2.
Stufe 2, das ist cool. Umso mehr gibt's für mich. Kopfgeld und alles. Das ist super. Verlier Holz. Verlier Holz. Verdammt, man verliert kein Holz. Von vorne kommt einer, aber den werde ich jetzt überraschen. Oder auch nicht. Jetzt ist aber mal gut hier. Jetzt lass mich doch mal vorbei, du. Fratze. So, jetzt troll ich euch. Ich hab gesagt, ich troll euch. Als Geisterfahrer. Und er ist reingefahren. Der Plan geht auf. Ich probiere jetzt einfach nur noch irgendwie zu flüchten. Und der baut einfach mal eine Massenkarambolage. Wie schön. Ja, der verliert Holz. Nein! Er hat Holz verloren, aber wodurch denn? Da ist noch niemand reingefahren. Außer die beiden Polizisten in sich selbst. Wow. Intelligenz for the win. Heute läuft es echt nicht gut. Die gehen mir auf den Zeiger, die ganzen Zivilisten, die Unfälle mit mir gebaut haben, gehen mir auf den Zeiger und Mann, ich kann nicht weiter rennen, das geht mir auch auf den Zeiger. Wenigstens haben wir hier noch eine spannende Verfolgungsjagd. Und ein paar Wassertonnen können wir natürlich umfahren. Ich hoffe mal, ich kann jetzt ja auch abhängen. Dem bin ich mir sicher. Ziemlich sicher. Bushido gehört hier jetzt auch etwas. Das ist schön. Solange er nicht mit seiner Mafia hier aufkreuzt. Was ja vermutet wird. Ist ja nicht irgendwie bestätigt oder so. Achtung, Zentrale! Also, wurde von Verdächtigen gerammt! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber so recht interessiert mich das auch nicht. So richtig, ganz ehrlich, interessiert es mich kein bisschen. Charlie 6, bin dabei! Obwohl ich mich eigentlich für Nachrichten interessiere. Also was finde ich einfach nur sinnlos, um es in meinem Gehirn abzuspeichern. Genauso wie diese Wagen. 10-4-3. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Ein paar Bodeneinheiten ausgeschaltet. Tja, so schnell kann es gehen. Soll ich jetzt hier dazu noch groß sagen? Wir haben 21 Verfolgerwagen gehabt. Davon haben wir 7 ausgeschaltet. Also ein Drittel. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir flüchten mittlerweile 6 Minuten und 12 Sekunden. Und ich denke mal, unser Kopfgeld wird auch nach diesem Rennen mit den Ordnungskräften wieder stark ansteigen. Wenn mein Plan jetzt aufgeht, dann bin ich gut. Wenn nicht, dann weiß ich nicht.
einer reinfährt. Da fährt natürlich jeder rein. Du fährst jetzt in mich rein. Das ist doppeldeutig, aber... Meldung an alle Einheiten. Die Einsatzleitung hat die Alarmstufe auf 3 erhöht. Das ist schön. Nein, eigentlich nicht. Einsatzmeldung. Einheiten der State Patrol haben jetzt die Kontrolle. Ja, toll, schön für die State Patrol. Ich übernehme die Verantwortung. Wir drängen ihn von der Straße, lasst ihn nicht vorbei. Gut, Mann. Da ist nur noch ein einziger Wagen hinter mir. Ich habe meine gesamte Verstärkung verloren. Ja. Ist das jemand verfügbar? Und jetzt? Wo kommt der denn her? Verstärker ist noch unterwegs. Oh, verdammt. Ich check das nochmal. Aber ich glaube, die brauchen noch ein paar Minuten. Aha. Verdächtiger ist weiter flüchtig. Alle Verfolgereinheiten, auf eurem Bildschirm seht ihr, wo wir mit unserer Straßensperre warten. Versucht ihn uns in die Arme zu treiben. Polizeifunk abhören, lustig. Komm, durch diese Stelle. Das hat nicht so ganz geklappt, aber wir sind durch. Und wir flüchten mit gewaltigen Schritten immer mehr in Richtung höheres Gebiet. Alle Einheiten der Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige links wurde zu diesem Versteck. In Fahrtrichtung Süden. Wir werden alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung absperren. Ich muss ganz, ganz ruhig verbleiben. Denn Polizisten sind jetzt auf dem Fersen. Das ist schön. Lass mich jetzt 6.000 Kopfgeld, 13 Gramm, 9 faunfähig, 84.325 Sachschaden. Zwei Straßensperren umfahren und Anzahl der Verstöße 5. Und damit war's das für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Wir haben hier einen 10-42, möglicherweise Fahrerflucht.